dass das rechtmäßig ist. Ich halte es für rechtsfeindlich, unabhängig davon. Jeder, der deswegen geht, geht genau auf diese Politik ein, die man machen möchte, nämlich zu verhindern, dass wir uns versammeln. Das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr dann geht. Ich halte es für falsch. Und wer die Regeln für falsch hat, muss dann eben selber eine Versammlung anmelden und dann kann er sich dran halten oder nicht. Hallo Karl, begrüßen Karl Hilz. Und deswegen sag ich jetzt mal, so jetzt mal die Grüppchenbildung wieder auflösen, weil ich möchte jetzt gleich anfangen. Also Leute, hört mir mal bitte alle zu. Und mit alle meine ich alle. Können wir mal bitte alle zuhören? Ansonsten werde ich so lange lauter, bis es so ist. Also ihr kennt es ja, ich starte den Demozug nicht, bis wir das durch haben. Und ich bin da ziemlich, ich habe da ziemliche Zeit. Also, ich lese euch die Auflagen vor. Als allererstes, meine Ordner sind eingewiesen. Leistet dem, was die Ordner sagen, Folge. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird auch in Baden-Württemberg irgendwann eine Maskenpflicht herrschen. Und dann werden in Baden-Württemberg die Menschen auch nicht mehr auf Demos kommen, weil sie sagen, ich finde das scheiße, aber weil sie selber leider manchmal keine Demo anmelden. Und deshalb haltet euch an die Regeln. Ansonsten steht es euch frei, selber eine Demo anzumelden, die durch drei Instanzen zu jagen und am Ende vom Bundesverfassungsgericht den Beschluss zu kriegen, dass das alles rechtmäßig ist, was hier passiert. Wir werden jetzt im Demozug in zweier Gruppen auf der rechten Straßenseite laufen. Der Holger wird das vorne anfangen. Wir laufen mit vor und die Ordner laufen an der Seite, laufen in der Mitte drin. Und deswegen einfach, ich lese euch jetzt den Bescheid vor und nehmt es soweit auch ernst. Ansonsten werdet ihr euch in ein, zwei Wochen die Frage stellen müssen, gehe ich jetzt mit Maske auf eine Demo? Halte ich mich dran, halte ich mich nicht dran, nehme ich die OWIG mit? Aber solange ich Versammlungsleiter bin, darf ich euch erklären, was der Hintergrund ist. Die möchten, dass ich mich in irgendeiner Weise, also nicht die Damen und Herren von der Polizei hier, nur dass wir uns hier richtig verstehen, aber Teile des deutschen Staats möchten mich immer von den Demos weghaben. Das hat man in Berlin versucht, das wollten wir gestern in Landshut auch versuchen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass ihr euch dran haltet, weil ich bin hier Versammlungsleiter. Das heißt, wenn hier irgendwas passiert, was mich rechtlich angreift, dann werde ich eingreifen. Ja? Das hört sich jetzt um alles böse an, aber das ist die einzige Möglichkeit, um mich hier juristisch nicht angreifbar zu machen. Das ist bisher nicht passiert, das wird auch so bleiben. Also, das als Vorwort. Ich lese euch jetzt mal euch die wichtigsten Sachen vor. Die Route, die werden wir vorgehen, das ist für euch nur nicht wirklich interessant. Wir gehen vor, wir gehen nach rechts Richtung Olgastraße, Justizgebäude, dann Herrenkellergasse, dann bis in etwa zu dieser Bushaltestelle am Theaterplatz, dann gehen wir nach Süden, Mengengasse, dann Fahrrad dabei. Der Drahtesel. Ja, alles aufgenommen. Warte mal, habe ich das aufgenommen? Das ist Livestream, oder? Ach, leider Livestream? Nicht, leider nicht. Macht da jemand einen? Warte mal, geschwind. Der ist denn doof. Es ist so, ich habe leider noch keine genügend Abos und deswegen läuft es bei mir noch nicht auf Livestream.
Aber ich bin gerade dabei, was zu machen. Ich habe eine eigene Homepage, stefan-live.de. Okay. Und da versuche ich das zu integrieren. Das nicht aus Bialen. Einiges gesehen. Ja, vielleicht abonnieren, dass ich meinen Livestream fertig kriege. Dass ich das endlich mal bei YouTube nachbringe. Sehr gut. Ja. Stopp. So. Also man sieht hier, sind doch ein paar wenig viele, wo hier sind. Und es ist eine richtig tolle Sache. Schönes Wetter, viel Bekleidung. Ja, dann hoffen wir, dass das heute anders verläuft wie gestern in Lenzburg. Ja, auf jeden Fall. So. Ja. Ich sage immer wieder Diktateure Söder. Also, heute haben wir die Ehre bei Rot. Bis jetzt war einmal stolz, um Bayern zu sein. Aber hat sie jetzt. Jawohl. So, man sieht hier, wie für uns alles freigehalten wird. Hervorragend. Viele blaue Leute. Hier drüben sieht man zum Beispiel auch wieder, wie das 1,50 Meter Kuschelangebot mit der Maske eingehalten wird. Da drüben in der Vierergruppe. Es ist sehr dicht beieinander. Ich finde es toll, irgendwo zum Dokumentieren, dass es auch in Anführungszeichen Vernünftige gibt. Ja, ja. Oder hier jetzt drüben sind wieder eine durchgängig Minimum 1,50 Meter weg voneinander. Ja, einfach mal so zur Dokumentation. Ja, ja. In Bayern hätte wahrscheinlich schon mehr ein Problem mit der CO2-Belastung vom Gehirn. Und hier sind sie doch noch ein bisschen chilliger und weniger krank. So, jetzt würde ich mal ein bisschen vorgehen und ein bisschen hier mal die Seite noch ein bisschen filmen vom Demozug. So, hallo! So sieht man sich mal wieder. Und du bist richtig fotogen übrigens gewesen in meinem Film drin. Ja, ich hab's angeschaut. Ah, gut, von Berlin, gell? Ja. Super. Beim Kuscheln. Genau. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen vor. Bei wunderschönem Wetter heute. Lauter nette Leute um mich rum. So, minus live, das ist wichtig. So, ein wunderschöner Zug. So, jetzt haben wir auch mal Zuschauer. Oje, oje. Die Leute merken das gar nicht. Ja. Das sind die, wo jetzt dann der Wendern aus dann Lungenkrankheiten haben, wo dann sterben. Die, wo jetzt Maske auf. Genau. Aber das sind wir schuld. Richtig. Wie immer. Wie immer. Immer auf die Kleine. Ja. Mit X-Files. So, mal wieder so ein spaßiger Kommentar von mir zwischen euch. Die, wo wir mittlerweile kennen, die wissen, wie es gemeint ist. So. Regio TV ist natürlich auch mal wieder interessant. Was da heute dann noch ausgestrahlt wird oder auch nicht oder wie auch immer von der Demonstration.
Ja, schaut man mal. So. Ich sag Friede, ihr sagt Freiheit. Friede! Freiheit! Friede! Freiheit! Friede! Freiheit! Danke! Bitte! Bitte! Ich sag Liebe! Du müsstest jetzt links gehen. Auf links? Links, ja. Ach, ist ja mal wieder, ist ja mal wieder schön, wenn die Leute. Wir sind heute auf der Überholspur. Wir überholen heute die Politik. Ja. Ja, der Söder, der macht halt mit dem Spahn jetzt Wettrennen, wer jetzt der nächste Bundeskanzler wird in der NWO von Deutschland. So, hier sind wahrscheinlich ein paar bayerische Rindviecher, haben sie hier vor Ort auf die württembergische Seite. Ah, sind Ulmer, okay. Ah, jetzt habe ich das einfach auch mal der Söder drauf bezogen. Ja, ich weiß, ich muss meine Spitzfindigkeit ein bisschen mäßigen, aber ja. Richtig, genau. Ein bisschen Kommentar, dass die Leute dann auch mitbekommen. Jetzt gehen wir natürlich bei Rot über die Ampel drüber. Jetzt werden wir nicht geblitzt. Wir bekommen kein, wie war das nochmal? Ein Fahrverbot. Ein Monat Fahrverbot. Was mir jetzt wieder auffällt, die haben jetzt hier auch keine Nummer drauf, bitte? Die Polizei hier. Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt allerdings, ja. Ja. Hi.
Grundrechte. Mitmachen! Mitmachen! Ja. Also man sieht es hier, super Abstand, mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt. Richtig vorbildlich. Gut. So, jetzt laufen wir mal wieder ein bisschen mit. So. Los! Du bekommst mir auch bekannt vor. Bist auch viel unterwegs? Ja, wir waren im Bus zusammen unterwegs, glaube ich. Echt? Warst du bei mir im Bus drin? Nee, du warst im Bus vor mir drin. Ah, super. Man sieht es jetzt hier wieder, die Welt ist klein. Ja. Finde ich richtig cool. Das war jetzt am 29.8. Toll. Ja. Von Orle sind wir nach Berlin gefahren. Richtig, genau. Ja. Wir bewegen was. Und heutzutage, und jetzt sind wir sogar auf der Überholspur, wenn wir jetzt vorgucken. Du siehst auf der rechten Seite, wir sind auf der Überholspur. Also, liebe Bundesregierung, wir kommen. Genau. Ja. Und wir haben heute sogar Narrenfreiheit. Wir dürfen sogar bei Rot über die Ampel drüber gehen. Und wir schaffen es gleich unternehmen. Echt? Okay. Ja, da können wir nachher mal drüber schwätzen, wenn wir,
wenn ich mal das Ding ausgeschaltet habe. Im gleichen Unternehmen, in der gleichen Ortschaft. Ja, ja, okay. Süd? Genau. Okay. H2, 5 vorne. H4. Ah, okay, alles klar. Okay. H2SO4. So, dass die Leute ganz verrückt sind, weil sie nicht wissen, was wir jetzt da geredet haben. Ja. So. Es wird immer mehr. H4 ist jemand anders auch noch da. Die zwei weiter vorne. Ah, okay. Kennst du auch dann bestimmt? Muss ich sehen. Also. Eine Nihal? Schließt euch an! Kenn ich. Schließt euch an! Schließt euch an! Kenn ich. Ja, ich finde, es ist toll. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel. Halt. Ich habe zum Beispiel auch einen Brief geschrieben, eine Geschäftsleitung und so weiter. Und danach ist dann der Bügelhammer gekommen. Ah, deswegen, da muss ich schon vorsichtig sein. Ja, 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 ja. Das ist ja das. Gut. Ja. Wir sind ja so treu. Man darf ja nirgends sagen, wo man arbeitet heutzutage, weil sonst hast du ein Problem. Ja. Und ja. Wie war das nochmal? Okay, die haben jetzt hinten eine Nummer drauf. Da war vorher Polizistin keine Nummer drauf gehabt. Und es ist doch so, die haben jetzt auf der Seite drei Punkte drauf. Da gibt es doch, glaube ich, ein Zeichen, so eine gelbe Binde mit drei weißen Punkten. Aber ich denke, das hat wahrscheinlich damit nichts zu tun. Nicht wirklich. Nicht wirklich, okay. Jetzt einfach mal von meiner Seite mal so. Ja, ja. Was? Als schon wieder Gruppennummer. Okay. So. Man kann ja viel reden, wenn der Tag lang ist. Genau. Und ich habe jetzt nicht irgendwie was gesagt, jetzt speziell. Friede! Freiheit! Friede! Freiheit! Wahrheit! Frieden! Wahrheit! Frieden! Liebe! Wahrheit! Liebe! Wahrheit! Danke! So, jetzt sind wir schon fast am, ich sag's mal, konspirativen Platz, wo es dann die Versammlung angeht. Münster in Ulm. Bei gigantisch tollem Wetter. Ja, schauen wir mal, was heute so noch vonstatten geht, was die Redner heute noch sprechen. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Hier sieht man die Aufwachglocke, so dass die letzten Rindviecher auch noch wach werden. Entschuldigung, ich meine die Kühe auf der Alm. Und ist doch bestimmt immer recht nett, dass man auch von anderen Besuch kriegt. Es sind hier viele Leute auch, wo ich schon gesehen habe, mit Hunden unterwegs. Manche Katzen haben auch so eine Klingel vorne dran. So. Ist das die Schlafschafglocke? Ja. Schlafschafglocke? Genau. Ah, finde ich cool. Klingel mal richtig mal kräftig. Ja. Super. Cool. Danke! Danke!
Ich glaube, da drüben ist einer, der will einen Bungee-Überfall machen oder so, ich sehe nicht, der ist maskeriert. So, da schauen wir mal, wenn wir auf dem Münsterplatz sind, da wollen wir vielleicht mal das eine oder andere Interview machen. Da schauen wir mal. Thank you.
Hallo Heiko! Ja, genau. Stefan minus live. Aber ich habe ja leider noch kein YouTube-Abo genügend Leute. Deswegen muss ich es halt immer danach dann draufspielen. Du machst es quasi für die Dose. Du machst es quasi für die Dose. Ja, genau, genau. Ja. Geht leider nicht. Ich hoffe, dass vielleicht nochmal das irgendwie ein bisschen promotet wird von meiner Seite. Ja, dass ich auch mal. Ja. Ja. Dann läuft das schon. Ja, okay, dann wollen wir es mal machen. Ja, brauchen wir ganz klein anfangen. Bis gestern. Bis gestern, ja. Gestern bin ich dann zu weit auf. Ja, es war halt ja über 2000, 3000 oder was mal war. Am Ende waren es 10.000. 10.000, okay. Ne, ich hab's dann erst. Von dem anders erfahren, von dem Stream, und da habe ich mal reingeschaut. Geht. Ja. Das war dann aber schon abends, war es dann. Ja, das war aber schon abends, war es. Da war es echt verboten. So, dann gehen wir mal ein bisschen wieder weiter, dass es nicht die gleiche Perspektive gibt. Ah, okay. Ja, danke, danke. Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. Ich sag Friede, ihr sagt Freiheit. Friede! 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 Freiheit! Freiheit! Wahrheit! Wahrheit! Liebe! Liebe! Danke! Und warum sind wir hier? Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man unsere Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man unsere Freiheit klaut!
weil man uns die Freiheit braucht. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit braucht. Und jetzt alle mitmachen. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit braucht. Wir machen einen Rundmarsch ums... Vordergrund ist das Ulmer Münster. An alle Ulmer Bürger, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass die Maske nicht helfen? Die Ärzte tragen die Maske im OP und sollen dabei nicht reden. Und ihr tragt sie den ganzen Tag und redet andauernd in eure Maske. Sie sind komplett durchfeuchtet. Sie sind komplett voller Bakterien. Thank you.
Wir laufen für euch durch jeden einzelnen Zeug. Wir alle persönlich eure E-Mail-Adresse, Telefonnummer angegeben haben. Ihr braucht jeden Tag die Matten, die für den OP geschickt sind. Ihr habt die Matten, mit den Matten soll man normalerweise nicht rechnen. Ihr tragt die den ganzen Tag, rechnet eure Matten. Die Fisch und Bakterien in Gesundheit stellen. Wir atmen den ganzen Tag euer eigenes Leben Freiheit. Schaltet mal euren Kopf ein und denkt nach. Und macht nicht alles weg. Siegen! Frieden! Ihr habt Freiheit! Siegen! Freiheit! Freiheit! Siegen! Freiheit! 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 Wahrheit! Liebe! Wahrheit! Liebe! So, jetzt kommen wir angekommen, jetzt schauen wir mal die Leute, da wir mal ein bisschen beobachten, wie jetzt der restliche Schwung von dem Demonstrationszug noch kommt. Ah, muss jetzt auf die andere Seite hingehen, wegen der Sonne. Das ist wahrscheinlich dann besser zum Aufnehmen. Ja, ich muss die Seite wechseln, wegen der Sonne. So, wunderschön. Es füllt sich so langsam, da haben wir Platz. Gewünschter Platz. Jawohl, das friedliche Volk sind hier. So, jetzt wollen wir mal schön nochmal umschwenken, mal Stativ aufbauen.